Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in der Siedlung Abernathy Farm. Mittlerweile, es soll eine Siedlung werden und ich bin mir sicher, wir bekommen das auch hin. Ja, in der letzten Folge hatte ich es, denke ich, schon angedeutet, wir sollten langsam mal sehen, dass das Ding auch wirklich nicht so schwebt, sondern dass es langsam auch nach was aussieht. Hier oben, um diesen ganzen Fitzelkram hier mit den Leitern und so, jetzt klappt es schon mal bis hierhin. Das war schon mal ein Riesenproblem, aber es geht. Darum können wir uns, denke ich, später auch noch kümmern. Wir sollten jetzt wirklich einmal ausprobieren, wie kriegen wir das hin, dass das Ding nicht mehr in der Luft schwebt, sondern wirklich aussieht, als könnte man dort hoch und runter gehen. Und zwar nicht mit so einer riesenlangen Treppe wie hier jetzt, sondern ich dachte mir eher an so eine Art Wendeltreppe oder ähnliches. Mal sehen, wie wir das jetzt hinbekommen. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Fundamente, denke ich. Fundamente. Und die müssten wir dann, ja, hier so... Eigentlich müssten wir die von oben dran bringen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt von hier aus eine gute Chance haben. Dann müssen wir von oben nach unten bauen, ausnahmsweise mal. An dieser Stelle zumindest werde ich das mal ausprobieren. Wie das hier klappt, und zwar schon an dieser Stelle, ja, ich denke fast. Man hier jetzt das Gitter, ja, das Gute ist ja, dass wenn man das Gitter hier rausnimmt, fällt einem nicht gleich alles auf den Dez. Also wir können hier mal das Gitter rausnehmen. Und das müsste dann nachher wieder rein. Aber es geht eher jetzt darum, dass wir hier eine Treppe als Abstandhalter so anbringen. Das heißt, wir arbeiten weiter hier mit Beton und Betonfundamenten, Betontreppen. Und wenn das da oben nicht ansnappt, dann nutzt das alles nichts. Doch, macht es. Das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, das ist jetzt nur als Abstandhalter so. Und dann die Fundamente. Wie viel können wir davon eigentlich noch bauen? Genug. Bis nach unten kommen wir auf jeden Fall. Wir dürfen natürlich selbst hier nicht runterfallen. Wir sind immer noch in ziemlich großer Höhe hier. Okay, gedacht war es jetzt eigentlich ein bisschen anders. Man kann das ein bisschen schlecht sehen hier gerade. Moment. Dann müssen wir nochmal raufgehen und schauen, vielleicht machen wir das von oben. Das kann man noch besser sehen von hier oben. Das sollte nämlich genau auf dieser Seite sollte das sein. Und jetzt kann man doch hier so drei Fundamente drunter stellen, hoffe ich. Ja, wenn man sie findet, dann kann man es bestimmt. Da ist das erste. Und... naja, so geht's nicht. E funktioniert dann auch nicht mehr jetzt im Moment. Steuerung E geht auch nicht. Ja, manchmal klappt das dann eben nicht hier. Okay. Mit dem... ja, ich habe schon gesehen. Ich habe so den Eindruck, dass das auf... auf der PlayStation habe ich da einiges mal zugesehen. Und ich habe so den Eindruck, dass es da etwas besser klappt. Hier bleibt das E. Also, dass man E gedrückt hält und dann kann man das ja hier so verschieben irgendwie. Und das hakt manchmal. Und wenn es einmal hakt, dann kann man auch nichts mehr machen. So wäre das ja jetzt zum Beispiel gut. Aber... ja, wir kriegen es so nicht rein. Dann versuchen wir es eben mal von unten jetzt. Er ist gewöhnungsbedürftig ein wenig, aber sehr gut, dass man es machen kann. Wie man sieht, hat man sehr viel Spaß damit. Und ich denke, darauf kommt es an, oder? Halt, Moment mal. Wenn er so nicht will, wir haben doch noch eine andere Möglichkeit, meine ich. Ach so, das will nicht, weil da oben eine Treppe dran ist. Das kann jetzt natürlich sein. Das heißt, wir müssten erstmal diese Treppe wieder einziehen.
So, und jetzt müsste das doch klappen. Also, es klappt doch. Ja, aber das war's dann auch, fürchte ich schon fast. Aber Nephi Farm, oder es liegt am, ja, jetzt am neuen Patch. Auf jeden Fall haben wir irgendwie hier so schlechtes Wetter in letzter Zeit immer. Da wird man ja ganz trübselig. Sonst in Sanctuary Hills scheint meist die Sonne, oder das war doch meist so. So werden wir nie fertig, wenn wir hier pro Folge nur einen so einen Betonklotz setzen können. Aber es wird ja einfacher, je weiter wir runterkommen. Natürlich wäre es schlau gewesen, von unten nach oben zu bauen. Aber wer hat behauptet, ich sei schlau? Ich wollte einfach die Arena fertig haben, so schnell wie möglich. Ich habe mir da was in den Kopf gesetzt. Und so wollte ich das ganz gerne haben. Und jetzt kriegen wir hier nichts mehr drunter gebaut. Ja komm, dann machen wir das jetzt anders. Eine Sekunde mal. Ja, aber mit der Arena bin ich doch ganz zufrieden. Das hat doch recht gut geklappt. Naja, gut. Gut ist vielleicht noch etwas zu freundlich ausgedrückt. Es hat geklappt letztendlich. Ja, ich denke mal, das wird gleich schon schneller gehen. Mal sehen. Wir brauchen jetzt doch wieder die Fundamente. Können wir die denn noch nicht von unten irgendwie da dran bringen? Kommen wir so hoch vielleicht? Könnte man noch viel besser sehen von hier unten. Okay, ich denke, ja, hier werden wir gleich auch gar nicht mehr weiter runterkommen. Aber ich denke weiter, dass wir... Na, wo ist es denn jetzt? Da? Nein. Na, eine Sekunde. Von dieser Seite sieht man es besser vielleicht. Ja, ich denke, dass wir dann gleich hier... Ja, mehrere... Das wird schneller gehen, hoffe ich. Also wir haben mehrere Etagen dann. Und dann können wir doch vielleicht von unten anfangen, nach oben. Okay, und dann dürfte das, glaube ich, jetzt ein Problem geben, weil wir hier mit der Treppe irgendwo angefangen haben. Und hier natürlich ganz anders das gemacht haben. Weiß ich überhaupt, was ich hier tue? Ich mache einfach irgendwas. Wenn man so viel Baumaterial hat, dann braucht man nicht nachzudenken, was man da baut. Wer schubst denn hier? Hä? Gerade hat einer geschubst. Mein ich. So, das geht jetzt gleich ganz schnell. Aha! Das mit der Treppe funktioniert hier überhaupt nicht. Wir haben das immer mit der Holztreppe gemacht, das hat gut geklappt. Aber diese Treppe, bei der klappt das nicht, weil die ja außen angebracht wird, genau. Ja, und da haben wir jetzt ein Problem. Das war alles, also diese Treppen, die Holztreppen kann man nehmen dafür, aber diese Betontreppen, die werden außen angebracht
Und die haben so ein bisschen, so ein paar Zentimeter Höhenunterschied, wie man hier sieht. Also all das wird so nicht hinhauen. Und wenn wir Pech haben, müssen wir alles nochmal abbauen. Da oben das auch. Ich frage mich auch, wer hat mir denn gesagt, hör mal, fang mal am besten oben an zu bauen. Das ist immer das Beste. Wer hat mir das gesagt? Wer kam auf die Idee, fang oben an zu bauen? Tja, ich? Ja, wer sonst? Nein, diese Treppe muss ja da bleiben. Oh, Mama Mia. Da, und das Schlimme ist, hier kann man so schnell runterfallen. Das ist überhaupt nicht sicher hier alles. Okay, mit Treppe, mit der das klappt, meine ich die Holztreppe, weil die außen angebracht wird. Okay, wir sind ja lernfähig. Dann beim nächsten Mal wissen wir Bescheid. Ich muss aber auch sagen, wir haben noch nie sowas Großes, Gigantisches hier gebaut und eigentlich hatten wir da schon eine Idee, wie wir das dann nachher gerne hätten. Und die Holztreppe ist das Witzige, kann man gar nicht an so eine Beton, an ein Betonfundament anbringen. Das snappt hier gar nicht an. Das wird ja mal besser. Da müssten wir also hier Holzfundamente nehmen, oder vielleicht diese? Nein, tut sich nichts. Also Beton ist mit Holz nicht kompatibel, wie man hier sieht. Warum eigentlich nicht? Na, warum geht das jetzt nicht? Dann bekommen wir das wahrscheinlich nämlich gar nicht mehr hin. So wie es uns lieb wäre. Ich meine, oben, das sieht schon schön aus. Das stimmt, wenn diese... Und das Wetter macht einen auch immer ganz irre hier, was ist... Ja, okay, die Farm braucht natürlich Wasser. Von daher ist es ganz gut, dass es hier ständig am Regnen ist. Aber ich finde, da hat sich doch einiges getan jetzt nach der Neuinstallation des Spiels. Also sowas zum Beispiel. Das hier schwebende Treppen irgendwo. Wo ist die jetzt? Ach, da. Schwebende Betontreppen. Ja, was machen wir, wenn das so nicht geht? Kann das ja eigentlich doch auch nochmal wieder weg. Ach, das geht schon. Man muss nur Geduld haben. Das wird schon alles gehen. Ich habe nur keine Lust mehr da oben, weil ich fürchte... Ich weiß ganz genau, dass wir gleich wieder runterfallen. Das am besten genau in dem Moment, wo es dann geklappt hat. Okay. Das wird auf gar keinen Fall so hinhauen. Im Moment hält diese Betontreppe, die wirklich sehr viel halten kann, hält das ganze Stahl- und Betongerüst da oben. Jetzt nur nicht mürrisch werden. Also ich bin so ein bisschen... Das Wetter nervt. Muss das denn hier immer regnen? So. Es regnet immer noch. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Sonst gehen wir schlafen zwei Stunden. Dann haben wir definitiv... Früher hatten wir nach zwei Stunden immer anderes Wetter. Und meistens war es Sonnenschein. Aber es hilft ja nichts. Wie kann man sich dann nur... Wie kann man sich bitteschön nur über das Wetter ärgern? Das Wetter kann ja gar nichts dafür. Ich meine, das Wetter ist sowieso Wetter. Ich meine, man kann ja auch nichts ändern daran, ob man sich ärgert oder nicht. Ach, ich mag Regen. Eigentlich mag ich Regen, aber hier muss ich sagen, wenn man sowas baut und so, ist doch Sonnenschein ja sowas hier. Ist doch gleich was ganz anderes, oder nicht? Bringt es über die Bühne. Okay, und nach einer Nacht ist man richtig ausgetrocknet. Das ist... Ja?
Okay. Ich liebe die Ausflüge nach Diamond City. Ist ja normal. Morgens hat man immer Durst. Also ich habe morgens immer Durst. Das passt schon. Mit dem Essen kann man eigentlich ein paar Tage warten. Ja, wie kommen wir hier jetzt wieder auf den grünen Zweig? Finger weg von meiner Tochter, wenn du weißt, was gut für dich ist. Suchst du was zum Anziehen? Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Hat sie denn schon wieder was Neues? Bergbauhelm mit Lampe, den kaufen wir mal. Aber der ist auch ziemlich schwer. Ja, dann hatte sie das doch vorhin noch nicht. Ja, Palettenkleid können wir wieder nehmen. Die sammeln wir auch, oder? Wir müssten doch schon 160 Stück davon haben irgendwo. Aber immer wieder, wenn wir es sehen, kaufen wir es. Das ist wie ein Zwang. Genau wie mit den roten Halstüchern. Ah, gut, sie hat wieder Holz, Beton und alles. Das ist schön. Haben wir noch Wasser dabei? Das ist ja auch cool, wenn man das nachher abfüllen kann, das Wasser. Dann kann man ja direkt vor ihren Augen das in Flaschen abfüllen und ihr dann verkaufen. Ach so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie da noch hatte an Kronquarken. Oh, Entschuldigung. Hi, willst du was kaufen oder verkaufen? Wasser, wir Klingt brauchen gut. Wasser. Nein, wir brauchen kein Wasser, wir wollen Wasser verkaufen. Kronkorken wollen wir gerne haben. Oh. Bekommen wir auch. Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Müssen wir denn schon wieder zurück? Hier draußen ist es ruhig. Laufen wir ganz schnell nochmal zurück. Ja? Das wollte ich schon immer mal sagen. Wir sind ja jetzt nicht überladen und nichts. Sanctuary Hills müsste doch schon wieder Wasser haben. Okay, keine Händler sind hier. Die täglichen Entscheidungen über Leben und Tod, die Menschen treffen müssen, sind sicher eine große Belastung. Wasser. Was? Was hat er eigentlich gerade so geschossen? Fällt mir gerade mal auf. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Und was ist das? Habe ich sowas schon mal gesehen hier? War das schon immer da? Ist mir noch nie aufgefallen. Die Leute müssen abwechselnd schlafen. Ja, abwechselnd schlafen. Ihr habt aber hier so viele Betten. Was soll ich denn anderes machen? Die Betten vielleicht auf die Straße wieder legen. Da hat sich keiner beschwert. Ach Quatsch, ich wollte nur nach Wasser schauen hier. Das ist ja nicht viel Wasser, was hier drin ist. Okay, keine Gammelkala hier und... Oh, der Roboter, der strengt sich aber auch an. Und er hier macht gar nichts. Packesel könnte sich daran auch so ein bisschen mal beteiligen. Ich möchte jetzt hier nicht so lange stehen, weil... Eben noch da, jetzt wieder weg. Wer kann sich denn so schnell bewegen?
Ach, ist das schon wieder so ein Unsichtbarer? Ja, also ich bleib hier nicht stehen. Ich wollte nur eben Wasser holen, damit wir an der Abernethy-Farm ein wenig handeln können. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Oh oh. Wenn jetzt von hier einer angreifen würde und unsere Raketenwerfer würden losschießen. In diese Richtung können sie nämlich schießen. Na, das wäre ja nicht so schön. Okay, jetzt waren wir doch im Wasser, da müssten doch die Parasiten wenigstens alle weg sein. Ich sollte mehr Schießübungen machen. Oh nein! Ich wollte schon sagen, ein bisschen laufen bis zur Farm noch. Da können wir uns ja wieder verarzten lassen. Aber wir haben wenigstens das Wasser. Ja, das sieht ja nicht aus, was wir da gebaut haben. Zwar von der Überlegung und allem drum und dran ganz gut, aber oh Mann, das wird ja noch ewig dauern. Und jetzt haben wir da die Treppen so weit abgebrochen. Ach so, ich dachte schon. Ja, werden wir aber noch machen. Wir lassen das nur erstmal stehen, so damit wir wissen, wie hoch wir überhaupt können, wenn wir wollen. Scheint wirklich was zu werden. Okay, hoffentlich schaffen wir es noch. Ja. Finger weg von meiner Tochter. Nicht reden. Was gut für dich ist. Handeln. Ich glaube, ich habe was in deiner Größe. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Okay. Dann bekommt sie unser Wasser nochmal. Ordentlich Wasser. Und sie hat aber doch auch nichts mehr Vernünftiges, oder? Nichts da, okay. Schauen wir, was sie hat. Entschuldigung, ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Jo, bestimmt. Klar, ich schaue es mir an. Sag mir, was du haben möchtest. Ah ja, sie hat alles Mögliche. Und Beton auch wieder. Sehr schön. Ja, endlich läuft das mal hier mit dem Bauen. Das haben sie gut gemacht. Dass jetzt die eigenen Händler... Ja gut, die muss man erstmal haben. Wir haben ja überall die großen, quasi die Kaufhäuser hingestellt. Und... Aber das haben sie gut gemacht. Bethesda, vielen Dank, dass ihr das so geregelt habt. Dass man jetzt bei den eigenen Verkäufern auch Ladungen bekommt. Das finde ich schön. Und Transfer, ja. Dabei fällt mir gerade ein, wo wir jetzt andauernd hier am Hin- und Herrennen sind und das überladen mit dem gesamten Schrott und so weiter. Wir sollten in Zukunft... Ja, so eine Rüstungswerkbank oder was könnte man denn noch? Vielleicht so eine Kochstelle in der Nähe. Ja, eine Kochstelle wird vielleicht auch optisch ganz gut passen. Immer so platzieren in der Nähe von den Marktständen. Vor allem von dem General Trader hier. Dann sollte daneben auch gleich die Bar sein und was es sonst noch so gibt. Ja. Hier Eichhörnchenbissen. Entschuldigung. Möchtest du einen Drink haben? Eichhörnchenbissen. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Und ich bin schon so gespannt, wie das wird, wenn das endlich soweit ist, dass man schmutziges Wasser aus dem See holen kann. Ja, das ist ja mal schön dann. Dann braucht man nämlich dann gar keins mehr zu kaufen. Das sollten wir schon mal anfangen, die Flaschen zu sammeln. Aber wer weiß, vielleicht kommen dann ja nochmal spezielle Flaschen raus, aber warum?
Leere Flaschen sind leere Flaschen, oder? Man kann das schmutzige Wasser kann man ja auch in eine Dose tun oder so. Ah ja, da gab es doch was bei... In New Vegas, da hat... Das war doch auch eine Erleichterung. Da hat sie doch, wenn man diese Special Edition hatte, dann gab es doch irgendwie nochmal so einen Schluck aus dem Vault-Fläschchen irgendwie. Da hatte man doch immer so einen Flachmann dabei oder so eine Feldflasche. Das war auch gut. Ja, obwohl, damit ist das mit dem Trinken ja schon wieder fast weggefallen. Ab und zu musste man, glaube ich, noch trinken. Aber nicht so oft wie jetzt. Sie haben zu viel dabei. Das wird Sie im Kampf behindern. Ja? Hi. Wenn du eine Waffe brauchst, bist du hier genau richtig. Klar, ich schaue es mir an. Sag mir, was du haben möchtest. Brennstoff nehmen wir. 10 mm. Ach so, das ist eine Pistole. Pistolero, was hat sie denn noch Schönes? Ja, wir hatten, also ich möchte eigentlich auch hier die 5,56er und die 10 mm wieder. Nicht die Pistole, nein. Die 10 mm Patrone. So. Und wir verkaufen hier unser Wasser. Ja? Ja gut, da werden wir höchstwahrscheinlich dann noch einmal irgendwie hinlaufen müssen hier. Also hier nicht. Ich meine, wir müssen nochmal nach Sanctuary und da Wasser holen und dann das hier nochmal einlagern. Jetzt wollte ich doch die Munition hier einlagern. Den Brennstoff. Ah, und schon geht's. Wie sieht's denn aus mit unseren Füßen? Oh, das sieht nicht gut aus. Mehr Lebensmittel, leicht hungrig. Ja genau, wir haben schon lange keine Eichhörnchen am Stiel mehr gekriegt hier. Du brauchst da was Nützliches, hoffe ich. Das braucht alles schmutziges Wasser, aber okay, wir brauchen ein bisschen was anderes zu essen. Wenn du deine Trümpfe gut spielst, könnten wir eine Menge Geld verdienen. Gebackene Blähfliege. Aus Blähfliegen, ja, wir sollten hier nicht alles verbraten, denn wir müssen auch was sammeln für... unsere Fallen später. Okay, ja. Majolok-Fleisch haben wir reichlich. Die Köterkeule. Oh, da haben wir ja gar nicht mehr so viel von. Leguanbissen. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Mir ist eine Felsdecke über den Kopf lieber. Ja, das braucht wieder Holz. Und das Holz bekommen wir nie wieder. Ein Teil Holz, ich finde das ein bisschen unverschämt teuer. Maulwurfsrattenhappen. Okay, Maulwurfsrattenfleisch. Sammeln wir lieber. Meierlurk-Eier brauchen wir auch später noch. Für
Meierlurk Eieromelett. So, jetzt habe ich es. Meierlurk Kuchen. Nein, abbrechen. Mutantenhundekeulen? Aber ich glaube, Mutantenhundefleisch brauchen wir auch wieder für irgendetwas. Okay, eine können wir ja mal machen. Wenn du deine Trümpfe gut spielst, könnten wir eine Menge Geld verdienen. Brahminfleisch. Das brauchen wir sowieso auch. Stechflügler. Und Yaogwai-Fleisch müssen wir auf jeden Fall sammeln. Ich glaube, Todeskrallen essen, die kann man anlocken mit Yaogwai-Fleisch. Ich meine, wir haben schon viel zu wenig dabei. Verwertbares, naja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich denke, zu essen haben wir jetzt erstmal genug. Die Falle ist noch nicht zugeschnappt. Vergiss nicht, es gibt Kronkorken für Melonen. Die Dinger zu schleppen ist harte Arbeit. Ja? Ja. Okay, eingeschaltet ist sie. Ja, und man sieht es hier schon an dem vielen, vielen Klingenkorn da drin. Sie ist auch repariert, aktiviert, repariert, wunderbar. Ja, bei dem schönen Wetter, wir müssen unbedingt zusehen, dass wir in der nächsten Folge hier unsere Stelzen darunter kriegen, unsere Pfeiler, damit das Ding endlich mal vernünftig aussieht. Das passt mir jetzt alles gar nicht. So hatte ich auch nicht gerechnet. Ich habe nicht dran gedacht, dass diese Treppen, dass man die gar nicht so als... Hier hat es aber geklappt. Dass man die gar nicht so nehmen kann als Schablone quasi. Aber wir haben es ja gerade gesehen, dass es so nicht klappt. So, und der Bau ist immer noch nicht weiter. Commonwealth, die Vergangenheit und das Institut, die Zukunft. Ja. Da sieht es leider so aus, als wären wir noch nicht sehr viel weiter gekommen, aber in der nächsten Folge werden wir uns drum kümmern. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Daumen hoch für euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.